Bevor dieses Video startet, ein Appell an alle. Falls ihr Opfer sexueller Belästigung oder sogar Schlimmeren seid, dann schweigt nicht darüber und bringt es zur Anzeige. Hi Leute, ich denke mal, dass ihr alle es mitbekommen habt, was ApoRed derzeit von zwei YouTuberinnen vorgeworfen wird. Dass er sie sexuell belästigt hat. Ich werde in diesem Video meine Meinung äußern und euch am Ende sagen, wem ich am meisten glaube. Wichtig ist aber auch, dass niemand außer ApoRed, Silvi und Carina die Wahrheit 100% kennen, da es einfach keine Beweise gibt, sondern nur einzelne Indizien, welche aber zum Teil schon sehr viel aussagen. Wer der Schuldige oder die Schuldige ist, werden wir erst 100%ig nach dem Gerichtsurteil erfahren. Am Anfang wusste ich nicht, ob ich ApoRed oder Silvi glauben sollte. Aber eins war mir klar, ApoRed war in dem ersten Video frauenfeindlich und ziemlich respektlos. Dafür hat er sich im Nachhinein zwar entschuldigt, aber es hat mir seine Glaubwürdigkeit dennoch genommen. Nachdem Carina dann auf Instagram behauptet hat, dass ApoRed sie ebenfalls ein paar Monate vor Silvi belästigt hat, habe ich danach beiden geglaubt und halte es immer noch für plausibler, was die zwei Mädels erzählt haben, als das, was ApoRed erzählt haben. Das heißt, ich glaube, dass ApoRed sie wirklich belästigt hat. Es ist aber keine Tatsache, da es keine Beweise gibt. Denkt ihr aber wirklich, dass Silvi vor 4 Jahren die Story extra so erzählt hat, dass es später Sinn macht, wenn sie ApoRed und Leon dann beschuldigen würde und sie das alles so geplant hat? Sie hat sie nach 4 Jahren immer noch nicht öffentlich beschuldigt, sondern nur ApoRed privat beschuldigt. Das hat ApoRed dann selbst öffentlich gemacht. Dafür kann Silvi gar nichts. Für mich macht es einfach keinen Sinn, dass sie es sich ausgedacht haben soll. Dazu kommt die Story von Carina, welche für mich komplett plausibel ist. Denn wenn Carina lügen würde, dann hätte sie vor 4 Jahren alles geplant haben müssen, um 4 Jahre später dann ApoRed zu beschuldigen. Denn sie hat mehreren Leuten 2016, darunter auch ihrem Freund Tom, von der sexuellen Belästigung von ApoRed erzählt. Das ist ein Fakt. Hierzu blende ich euch Chatverläufe ein. Natürlich könnte sie diese Leute auch 2016 alle angelogen haben. Aber wieso sollte sie das tun? Um 4 Jahre später dann ihr selbst zu schaden, indem sie ApoRed dann 4 Jahre später erst beschuldigt? Sorry, aber wer das glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann und denkt, dass der Klimawandel eine Lüge ist. Ich denke, es ist für euch jetzt sehr offensichtlich, dass ich ApoRed nicht glaube, sondern Silvi und Carina glaube. Dazu muss ich aber noch sagen, dass ich persönlich denke, dass ApoRed wirklich davon überzeugt ist, dass er die Wahrheit sagt, da er die sexuellen Belästigungen zu der Tatzeit legitim fand oder die Belästigungen verdrängt hat oder sogar beides. Hiermit ist das Thema jetzt erstmal für mich abgehakt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was auch indirekt was mit ApoRed zu tun hat. Der Vorfall zwischen ApoRed und Carina soll sich ja auf der Gangtour abgespielt haben. Als sich Vic zu dem Thema geäußert hat, hat er einen neuen Vorfall, welcher ebenfalls auf der Gangtour stattgefunden haben soll, sehr kurz angesprochen. Hört einfach selbst mal rein. Es gab eine Sache, die habe ich mitbekommen, das habe ich auch mal in einem Iblade-Video erzählt. Und zwar hatten wir ja 2 Tourbusse. Und in unserem Tourbus waren die Leute, mit denen ich mich gut verstand. Das waren die Apes, das waren Kelly, Jody, Melina. Und in dem anderen Bus waren Leon Mascher, ApoRed, KS-Freak, ihr wisst Bescheid. Und es gab eine Situation, ich weiß nicht, was da passiert ist und ich kann es bis heute nicht richtig erklären, aber da war ein Mädchen, es war Backstage und die rannte aus dem anderen Bus weinend raus. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich dachte, okay, da ist wahrscheinlich etwas Kritisches passiert. Keine Ahnung, ich bekam ein mulmiges Gefühl. Ich habe da auch mit Jenks und den anderen drüber gesprochen. Also es war, glaube ich, nicht Silvia, es war irgendein anderes Girl. Vielleicht war die auch nicht minderjährig, aber für mich sah die minderjährig aus. Die Wahrheit kenne nur das Mädchen, welches weinend aus dem Bus gerannt ist und die Leute, welche in dem zweiten Gangbus waren. Ich kann euch nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Mädchen in diesem Bus sexuell belästigt wurde oder sogar vergewaltigt. Die Vorstellung ist schrecklich, weshalb ich diesen Vorfall der Kriminalpolizei übermitteln werde, welche dann weitere Ermittlungen aufnehmen werden.